Hops. Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Hallo. Da ist sie. Hallo, hier, nicht die Nackte. Zum Verwechseln ähnlich. Hui. Ja, was wollen wir heute machen? Ja, wir wollen uns jetzt erstmal nicht ums Sternmetall kümmern, sondern wir wollen ins Schlundloch gehen. Und weil es da heiß ist, habe ich meine warme Kleidung ausgezogen und hier wieder die aquilonische Rüstung an. Im Gegensatz zum Heinrich. Der hat weiterhin warme Klamotten an, obwohl wir in die Wüste gehen. Hoppelepapp. Ich teste das mal. Das ist meine neue Rüstung. Da müssen wir hin. Ja, wir müssen dann sowieso noch ein bisschen laufen. Weil hier ist zwar direkt das Schlundloch, aber wir müssen ja in die Arena, weil das Schlundloch können wir ja nicht direkt runterhüpfen. Ja, leider nicht, weil das ja so direkt in die Mitte geht, ne? Wir kommen nicht an den Rand. Sonst könnte man es echt abkürzen. Ja, aber also du kannst das abkürzen, aber ich glaube, das gibt dolles Aua. Ich habe keine Lust auf diese dämlichen Monsterhygienen. Brauchst du kein Dämonenblut? Ja, werden wir doch bestimmt da unten genügt finden, oder? Man könnte es wirklich irgendwie, naja. So. Du weißt, wo der Eingang ist, ja? Ja, da müssten wir dann vielleicht ein Dings hinbauen. Ein, wie heißt es gleich? Ein Aufzug. Hygiene. Na gut. Die wollte es, die eine, ne? Ey, was kann ich dafür? Arschloch. Hier ist noch eine. Hätte ich die extra mitgebracht. Oh, kommt gleich die nächste, ey. Waffe. Like the Cobra Exile! My bite is death! So, jetzt schnell weiter, bevor wir noch mehr kommen. Ja, also wir müssen da irgendwie runter zum Eingang in die Arena. Und ich habe Heilpfeile mit und Giftpfeile. Wer weiß, was uns da unten alles ein erwartet. Großes Drachenvieh. Genau, genau, und hier ist vor allem diese böse Ritze. Ja, nicht runterfallen. Oh, die böse Ritze. Die hat mich schon mal getötet, diese böse Ritze. Ja, mich hat sie aber auch schon erwischt. Das Lustige bei dir war, glaube ich, du hast nicht aus meinen Fehlern gelernt. Ich glaube, ich war der Erste, der runtergeflutscht ist. Nee, ich war da zuerst. Nein, ich war der Erste. Hier in den Kommentaren schreibt's mal. Wer war der Erste, der runtergeflutscht ist? Ich glaube, ich war's. Aber ist egal. Es tat mir auf jeden Fall damals auch weh. Geronimo! Sind doch mehrere runtergefallen. Ja. Da liegt nur unsere Leiche, deine Leiche, ja, meine Leiche. Ach, halt die Fresse. Ja, ich glaube, irgendwo war hier doch irgendwas. Ich glaube, das sind wir auch mal nachgegangen. Ist aber schon wieder so lange her. So, da geht's rein. Die Arena. Die. Jetzt haben wir ja gar kein Bettchen wieder aufgebaut. Scheiße. Wollen wir schnell eins bauen? Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Schnell. Warte, ich habe eine Sichel mit. Du hast eine Sichel. Dann suche ich mal Äste. Ich weiß nicht mehr, wie viel man braucht, aber es waren ein paar. Zwei Äste brauchen wir. Okay, habe ich ein bisschen mehr.
bist du? Ja, ich bin hier am Fluss. Hallo. Gib mir die Äste, dann mache ich dir ein Bett. Ja. Und weil du so nett bist, gebe ich dir noch Holz. Brauche ich nicht. Und das brauche ich auch nicht. Krieg ich jetzt ein Bett? Ja, ich baue doch gerade. Das klingt nicht nach einem Bett. Nee, das ist ein Kopo. Scheiß vor allem. So. Da hast du dein garstiges Bett. Wo denn? Ich pack's ins Wasser, damit es schön feucht wird, ja? Genau. So ein also wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. So, ich pack das Bett einfach hier. Nö, ich nicht. Gültige Gebäudeposition. Da. Ey, da wollte ich hin. Haha. Geh ich hier mehr zum Schatten. So. Müssen wir nur dran denken, wenn wir hier wieder rauskommen, die kaputt zu machen oder einzusammeln. Ja. So, ich habe jetzt erstmal die Heilpfeile geladen. Ich kann natürlich auch noch die andere machen. Ich renne erstmal schnell rein hier. Ja. Kackverdammnis, wo geht's denn hier rein? Wo ist denn der Eingang? Hier links ist offen. Hier rechts ist auch offen. Okay, dann trennen wir uns. Ich sehe dich, ich komme rechts zurück zu dir. Okay. Schlange! Noch ein Freunde. Sid will grant me cunning! Ich wollte nur schnell aus diesem verdammten Verderbnis raus. Ja, ich auch. Lass uns noch ein Stück weiterlaufen, das ist aber bestimmt gleich auch. Okay. Oder auch nicht. Jetzt muss doch mal hier irgendwo aufhören, oder nicht? Ja, ich aber auch. Okay, jetzt sind wir. Ich glaube, wir müssen hier erstmal ein Zeug erlegen. Ja, das glaube ich auch. Das ist zu viel Kruppzeug hier. Jetzt wollte ich hier gerade nicht machen, ey. The name of Seth, identify yourself. Einfacher erstmal direkt geradeaus weiter. Ja, würde ich sagen. Ja, seitdem nicht Verderbnis aufhört. Weil die schwächt uns ja. Das ist ja das Dore. Einen Tänzer mitnehmen sollen, ne? Oh, es hört gar nicht auf. Oh, aber wir sind schon angekommen. Behold the sands of the arena, Bartlett One. Here. The games of mortality are played beneath the sun and the moon. Your people are puzzling to us, slave. Once, we set a group of them to fight one another. And they sat in the sand and refused to fight, even though they knew that our retribution would be swift and merciless. Aua! Another time. Ey, ich höre den hier dir zu! Du kleines, knochiges Arschloch! Oh, da unten ist er ja schon, der Riesendrache. Hier gab es noch ein Zwischengeschoss, warum sind wir gleich direkt hier runtergekommen? Keine Ahnung. Wir können hier erstmal aus. Warte, ja, erstmal hier die Pfeileschießer um. Ja, die Nerven. Das läuft hier wieder anders. Auf dem Aufstieg! Du hast jetzt auch 60? Lange nicht. Da ist einer.
Ah, da ist auch anscheinend noch ein Eingang. 59 bin ich. Ja, vielleicht geht's hier noch irgendwo weiter, weißt du? Eine Etage wieder hoch. Aber ich trau mich doch gar nicht, den anzuschießen. Ja, ich will erst mal gucken, ob hier noch irgendwelches Kruppzeug ist. Ja, das spawnt hier auch gleich wieder in 5 Minuten gefühlt. Da vorne sind welche, aber wir können ja von hier versuchen. Von hier irgendwo klettern? Das Einzige, was wir können, da... ist eine Truhe. Oh, cool. Graulotus-Samen. Wow. Hier ist eine Tafel. Oh, da kann man irgendwas lernen. Knochenschild, Knochenspeer, Knochen irgendwas, Knochenwaffen, alles. Drachenknochen irgendwas. Ja, soll ich versuchen, ob Not hier... rennen wir, wenn er zu stark ist, rennen wir hier hinten hoch. Da waren wir ja noch nicht. Wir sind okay. Ja irgendwo von der Seite gekommen. Okay? Ich versuch's mit Giftpfeilen. Ja, er ist untot, der braucht keine Giftpfeile mehr. Aber Feuer. Nein, Giftpfeile funktionieren noch. Ich habe nur die Befürchtung, dass er Feuer springt. Toll, und unsere Jungs sind mit Kruppzeug wieder beschäftigt. Fantastisch. Wo ist denn das Kruppzeug? Hier unten links ist einer da. Wer ist denn das? Rittersporn, wer auch. Na, einer kämpft ja schon. Hilf kleinem Wurm, Rittersporn. Geht doch. Oh, das sieht aber ganz gut aus. Ja. Kleiner Wurm macht die Rüstung kaputt. Wir verkrüppeln den Feind immer schön in die Oberschenkel rein. Genau das. Und wenn Krupp zurückkommt, kümmere ich mich drum. Ja, und ich achte auf die Heilung. Genau, das ist dein Job. Ich mache nur Krupp zurück. Aber unsere Jungs sehen noch gut aus. Ja. Das sieht nur fürchterlösend aus, der Gute hier. Ja. Aber so schlimm ist der gar nicht. Ich weiß noch, früher bin ich hier einmal runtergefallen. Hat er noch überlebt oder hat er mich mit einem Schlag fertig gemacht? Das war noch bevor wir mit den Aufnahmen gemacht haben. Au! Jetzt hat er mich einmal erwischt. Also vor langer, langer Zeit. Ja, das war noch vor... sogar ohne Heilpfeile aus die Jungs. Ja. Ausdauer. Ja, ist tot. Kannst du auseinandernehmen. Huhu. Da oben kam er ja raus. Da haben wir die Tafel ja berührt, da hat uns voll gelabert. Also, ich habe 13 Dämonenblut habe ich jetzt und ich habe Stern des Meisters gekriegt. Eine Waffe oder ein Stein? Was ein leuchtender Edelstein auf einer verzierten Nadel. Da würde ich sagen, gehen wir hier nochmal hoch. Meinst du da rein? Ja. Ja. Wer weiß, ob es da rausgeht, aber es ist ja eine Etage, die gibt es ja hier drüber. Mhm. Mal gucken, wo wir reinkommen. Ja. Bei dem ganzen Nebel sieht man ja gar nichts. Ist der Truhen in der Ecke? Ach, siehst du, wir hätten vielleicht nochmal. Lass uns vielleicht nochmal zurückgehen und gucken, ob es da Truhen gibt. Haut. Panther-Trophäe. Ziemlich langweilige Truhe. Ja, ich gehe erstmal wieder weiter hoch.
sollten uns vielleicht doch aufteilen. Trotz allem. Scheiß Verderbnis hier. Ja. Es wird hier nicht besser. Nein. Aber hier wird es gleich besser. Komm, 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 komm. Hier ist doch besser. Hier ist frische Luft. Du links rum, ich rechts rum? Oh, komm, machen. Oh, das ist eine Tour. Graulotus-Samen. Wow. Hat sich richtig gelohnt. Rittersporn, mach mal. Oh, bei mir ist hier so ein Untoter in der Ecke, dann lasse ich auch mal eine Ecke. Ey, du Sack. Wo ist mein Kumpel hier? Oh, da ist wieder was Größeres. Ich habe auch gerade eine Truhe übersehen. Du bist hier. Ich habe auch zwei graue Lotusblüten. Wow. Voll Hardcore. So, hier habe ich verbesserter Aufsatz für stumpfe Waffen. Keine Ahnung. Ein bisschen Kristall, ein bisschen Metall. Nichts Berauschendes. Ach, du bist hier. Ja. Dann sind wir hier oben durch. Ja, dann können wir, finde ich, uns noch einmal um King Kroko kümmern. Wenn wir nee, wir so können erstmal unten noch mal gucken, ob wir deine Crew vergessen haben. Gut, dann gehen wir. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch mal kurz zur Basis, gucken den Tänzer mal kurz zu, weil... Ja. Ich will erst King Kroko machen, weil jetzt sind wir gerade schon hier in der Ecke. Ja? Na gut, ja. Dann erst King Kroko. Und je nachdem, wie es aussieht, falls du irgendwie ein Messer oder so mit hast, können wir auf dem Rückweg auch noch ein paar Leute schlachten. Ja, habe ich, aber... Ja, nur schauen. Da, wo es zu dem einen Dungeon geht, da war wieder raus. So, du gehst nochmal rechts, ich gehe nochmal links. Ist er schon wieder gespawnt? Nö. Nein, der große nicht. Aber hier sind überall Totenköpfe. Das ist mir auf den Sack. Also hier sind keine Totenköpfe. Ne, rechts rum waren keine. Ich sehe noch einen, aber ich glaube, die hattest du auch schon gesehen. Boah, wird mir noch nichts angezeigt. Oh, da oben ist eine. Graulotusblüte. So ein Scheiß, ey. Wie enttäuschend. Ja, gut, dann sind wir hier durch. Haben wir das hier auch mal gemacht, abgehakt. Ja. Davor haben wir uns so lange gefürchtet. Ja, ne, wir hatten da so mega Respekt vor. Das Einzige, was hier wirklich blöd ist, ist dieses lange Stück mit der Verderbnis. Ja, ich würde sagen, wir rennen auch gleich durch. Ja, wobei da unten noch was sein könnte. Ja, ich glaube, da unten ist die Schlange.
Ja, ist oh ja, Schlange, die große Schlange. Schlange. Aber die machen wir ein andermal, würde ich sagen. Wenn wir nicht mehr zur Hälfte verdorben sind. Hatten wir die nicht hier schon mal getötet? Nee. Die große Schlange, die wir getötet hatten, das war die in einer verlorenen Stadt da. So. Schneller Weg zur alten Basis. Oh, ey. Guck hier nur auf der Karte. Mensch, du kleines Arsch. Bin hier immer noch verdorben. Na, jetzt nicht mehr. Ja, am besten tatsächlich den Weg, den wir gekommen sind, wieder hoch. Ja, ich glaube, in der alten Basis haben wir keine Tänzer mehr. Wenn wir einen Tänzer da hätten, das wäre nicht schlecht. Ja, irgendwie. Das wäre super. Dann könnte man mich gleich so nochmal zurück und die Schlange platt machen. Ja. Wenn wir einen kleinen Tänzer da gelassen hätten. Das Nervige ist, dass meine Ausdauer wirklich ein Drittel weg ist. Ja, bei mir auch. Aber wenn man schon mal in der Ecke ist, finde ich, kann man sich mal echt um King Kroko kümmern. Ja, es ist okay, aber ich sehe schon die Steinnasen. Gar nicht hinterher. Ich muss laufen. Lass mich in Ruhe. Ich muss laufen. Ich muss laufen. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich komme gar nicht hinterher. Ich bin so schnell. Langsam. Von mir aus können wir auch weiter. Was derjenige, der überholt hat, dass er nicht hinterher. Ich hab dich doch überholt, ich hab doch gerade eine Pause gemacht. Ja, weil ich gewartet habe. Jetzt hab ich dich mir überholt. Jetzt hol ich, jetzt mache ich sogar noch hier Landgut hier. Boah, jetzt holst du aber wieder auf. Bleib stehen! Sonst beschmeiße ich dich mit einem Hummer oder was ich da habe im Inventar. Mit einem Hummer? Ja, keine Ahnung, was ist. Ich habe 48 Hummer. Gekochte Schalentiere. Schmeiße ich dich damit. Also wenn das die kleinen sind, dann sind das, wenn überhaupt, nur Schrimp. Ja, dann habe ich halt Schrimps. Ich habe Hummer. Oh, wie dekadent, du schmeißt mich mit Hummer. Ja, mit exotischen Schalentieren, bitte. Also ich glaube, es sind exotische. Ja, doch, exotische Schalentiere. Du mit deinen Schrimps. Ja, was Besseres habe ich von dir nicht bekommen. Oh, aber auf so Krabben könnte ich mal wieder. Yummy. So lecker Reispfanne, schön scharf mit angebratenen Krebschen. Ja, und Meeresfrüchten. Lecker. Ein bisschen Tintenfisch. Ew, nee. Lecker. Ich würde mal gerne wieder essen gehen. Ja, kannst du machen. Ja, wo denn? Die Restaurants sind. Du nimmst dir einfach was mit, gehst irgendwo hin und isst irgendwo da. Aha. Mu, mu, mu. Aber kannst doch essen gehen. Ja, kannst doch die. Kannst du eine Stulle schmieren, draußen nur spazieren gehen und essen? Ich bewerf dich gleich mit meinen MRSA. Ja. Dann kannst du essen gehen. Alle mal die Hand heben, die das genauso witzig finden wie ich. Ich sehe keine Hand. Also scheint es keiner so lustig zu finden wie du. Nee, ich würde aber auch gerne mal wieder schön lecker essen gehen, aber... Ja, wir waren ja eigentlich auch schon fast so weit. Eher zum Griechen oder so. Ich hätte tatsächlich Bock, Sushi essen zu können.
oder wieder ein schönes Steak. Oh ja. Oh, ich kann ja jetzt auch wieder richtiges Steak essen. Oh, wie wär's, wenn wir die Tage Steak essen? Kaufen wir Steak und dann kochen wir, machen wir Steak. Das ist eine gute Sache. So schön ist. Hat er dich umgeschubst? Ja. Da ist King Kroko. Soll ich mal anlocken? Ich lock ihn mit Gift an. Dann schieß mal. Endlich ist es soweit, dass wir auch diese Truhe dann öffnen können. Du kannst sie öffnen, ich nicht. Ey, beweg dich doch nicht. Warum lassen sich denn unsere Jungs umschubsen? Ja, Schlappen. Was soll das denn? Wer ist denn da so? Rittersporn. Jungs, was macht ihr denn da für ein Mist? Jungs? Das ist wahrscheinlich eine Spezialattacke. Ah. Leute umschubsen. Ei! Kann sein, mit dem Schwanz weh. Ich wedel mit meinem Schwanz. Wedel ich den Rittersport um. Ich glaube, der ist tot. Ja, er ist tot. Kann ich auf ihn hüpfen? Nein, ich kann nicht auf ihn hüpfen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja. Schönes Bild machen so. Dann hast du auch ein schönes Cover. Sehr gut. Wie um King Kroko. Okay, kannst du ihn töten. Schlachte ihn. Gepinkel dich, du scheiß Krokodil. Wow, Wildfleisch und Reißzähne. So, und hier war irgendwo die Truhe. Da ist sie. Stimmt, die kommt mir ja früher in die Öffnung. Und das hast du drin. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Klinge des Abenteuers. Ist das eine, Waffe. Ja, aber ist eine besondere? Eine von den Abenteurern, dem Mediens geführtes Schwert. Gesundheitsschaden 76, Rüstungsdurchdringung 15%. Ist das eine legendäre? Legendär verkrüppelt. Ja, ah, ist legendär. Wenigstens etwas. So, das ist unsere alte Basis. Ich guck mal, ob wir einen Tänzer drin haben, wo wir was drin haben. Oh, das ist ein Zweihandschwert, das ist nichts für. Ja, ich also einer so hält hier schon mal Wache. Bogenschütze. Schütze. Ah, Heinrich. Was wird denn? Ja, wo denn? Rausgerannt? Nee, ich bin ins alte Heim gerannt. Hier sind ein paar Leute, die hier arbeiten. Oh, ein Tänzer ist hier. Oh, wie cool. Wie praktisch. Guck mal, Heinrich, das ist das Schwert. Das ist ja schon nicht ohne. Willst du es haben? Ich bin nicht so der Zweihandschwert-Typ. Ja, ich müsste es mal testen. Ob ich lieber hier diese Kreuzpike nehme oder dieses Zweihandschwert. Oh, jetzt habe ich keine Verderbnis mehr. Ich auch nicht. Also so wie der steht, ne? Wenn der so einen Schottenrock an hat, dann kommen die Eier immer in frische Luft. Hm. Ja, guck mal, wie breitbeinig ich hier stehe. Oh. Und hier währenddessen noch ein Abseil. Oh, hier ist noch ein Tänzer. Oh. Ja? Du siehst aber echt welche hier gelassen. Ja, ist doch super. Da hätten wir ja echt erstmal nach Hause rennen können hier. Also, ich glaube, die lassen wir auch einfach mal hier. Aber ich glaube, die haben ja nichts sagen. Mehr hier erledigt, oder? Da ist doch ein Dungeon.
Ankerpunkt Schwarze Galeone haben wir ja auch schon gemacht. Da hinten, ja. Naja, ist auf jeden Fall nicht unwichtig, dass wir sie, dass wir es kaputt machen müssen oder so. Aber hier in der Umgebung, würde ich jetzt mal so behaupten, haben wir alles gemacht. Ich glaube, jetzt haben wir es wirklich alles gemacht, ja. Genau. Ah, siehst du. Aber mir fällt so gerade auf, wenn ich auf der Karte gucke, ne? Wenn man mal so zwischen hier die schwarze Galeone und hier zum nächsten Gleiterstrand da rechts rum, das erste Icon, da ist ja sehr viel frei eigentlich, ne? Dieses ganze Gebiet. Ja, man muss allerdings auch dazu sagen, dass wir tatsächlich da in den beiden Quadranten rechts von der schwarzen Galeone. Das sind. Jana J7. J7 und J6 zum Beispiel, da sind wir ja nie gegangen, weil nach Osten sind wir ja immer am Fluss lang gelaufen. Ja, gerade hier, wenn ich das so sehe, hier K7, das ist ja so grüner Hügel, in der Mitte ist irgendwie was, keine Ahnung, alter Vulkan, Dönerstand, ja, weiß ich nicht. Ja, da sind auch noch so alte Ruinen, wenn du dir das mal anschaust. Ja, hier, da genau, da am K und L. Da beim Wasser, ne? Genau, gegenüber vom gleitenden Strand. Vielleicht da nochmal so langlaufen, Kundschaften. Ja. Weil ich weiß jetzt nicht, wir könnten jetzt natürlich in der, generell im Internet gucken, ob da was Tolles ist. Nö, ich finde, wenn, dann geht man da hin, oder? Ich finde einfach nur im Internet, also ich will das Internet tatsächlich, wenn nur, ein bisschen nutzen, um so zu schauen, wo sind doch die Obelisken. Wir können uns doch quasi in unserer Zweit- oder in dieser Basis nochmal frisch machen und dann nächstes Mal kundschaften wir da die Ecke mal aus. Ja, da würde ich sagen, machen wir, starten wir aber auch die Ausnahme, wenn wir erst da in der Ecke sind. Ja, wenn wir hier so bei Jana 7 sind. Ja, irgendwie sowas. No, da weil da ja den Weg dahin, das hinlaufen müssen wir ja nicht unbedingt. Ja, sind wir in 5 Minuten da. Aber ich glaube, das machen wir nächstes Mal. Ja. Gut. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst doch ein... Ups. Ich habe jetzt irgendwie den Bildschirm geändert. Ah, weil ich nochmal auf Aufnahme gedrückt habe. Oh. Naja. Gut. Ach ja, und wenn ihr irgendwie wisst, was man mit dem Stern des Meisters so anfangen kann, sagt's doch auch mal. Mit was? Mit dem Stern des Meisters. Ja. Das ist das Ding, was ich da im Schlundloch gekriegt habe. Okay. Machen wir. Genau. Gut, dann reingehauen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.